Oh, ist das ein süßes Schaf. Aufladen. Feuer! So, und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den Magicka 2 Mod vor. So, und ja, dieser Mod ist wirklich sehr cool. Der fügt euch ja, Zauberstäbe hinzu mit neuen, also mit Skills und Spells und noch einigen Sachen, und das stelle ich euch jetzt alles vor. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, was ihr auf jeden Fall als erstes braucht, ist dieses Buch. Crafting-Rezepte zeige ich jetzt nicht, ich verlinke sie aber, weil die Crafting-Rezepte recht viele sind und das bringt ja eh nichts, wenn ich euch das zeige. Ihr müsst es dann eh nochmal nachschauen, von daher könnt ihr ja direkt auf die Seite gehen. Gut, ihr braucht dieses Buch, das müsst ihr immer dabei haben, sonst funktioniert, habt ihr keine Skills. Das muss man haben, und ihr müsst einen Zauberstab haben. Das ist hier der, das ist, ja, da muss sein, das hier ist der Basic, der kann einfach nur die Spells aktivieren. Alle können Spells aktivieren, bloß haben die anderen halt ein paar Fähigkeiten mehr. Ich erkläre mal eben was. Da steht Power. Power ist, wie stark der ist, und MCR ist der Mana-Verbrauch, wie viel der braucht, wenn er die Skills castet. Ich hoffe mal, dass jeder weiß, was casten heißt, also ausführen. Das sage ich jetzt öfters, das sagen so die meisten Leute, die irgendwelche Spiele mit Skills und sowas spielen. Ist aber auch jetzt egal. Dann gibt es noch drei weitere Stäbe, die dann halt 1,5 Power haben und noch weniger Mana verbrauchen, 0,8 und ja, falsche Reihenfolge. Ups, so. Ja, kann man ja sehen, der ist natürlich hier der beste von denen. Und dann gibt es noch die hier, die haben dann halt bestimmte Effekte, aber die stelle ich gleich vor. Aber erstmal, wie bekommen wir diese Sachen hier? Die Sachen hier bekommt ihr, indem ihr Monster tötet, dann bekommt ihr nämlich dieses Dust hier und dieses Dust. Das könnt ihr dann hier so reintun. Also Magic Dust, und dann bekommt ihr hier dieses Adventure Magic Dust. Und ich erkläre auch mal eben, was das hier ist. Hier steht Recovers 100 Mana, also regeneriert 100 Mana. Und Generator Speed ist für den Generator, zeige ich auch gleich, wie viel der Generator dann damit, was er damit machen kann. Und dann noch Value, was DMP ist, das kann der Modmacher auch nicht wirklich erklären. Man soll es einfach lassen, das ist auch jetzt nicht so wirklich wichtig. Von daher, ja. Und dann mit diesem Advantage Magic Dust kann man, wenn man das 10-mal platziert, kann man damit dieses Epic Magic Dust machen, und das hat halt ja, 10.000 Mana Regeneration statt 4.000 und beim anderen 100, also es ist echt schon krass, aber man braucht halt für alle viele Items. Gut, dann machen wir ganz kurz mal eben zack. Okay, wie man sehen kann, ich habe da unten rechts habe ich meine Skills. Da habe ich jetzt zum Beispiel J, U, I, O, damit kann ich das aktivieren. Ich kann es euch mal zeigen. Ich drücke 5-mal H, um das komplett aufzuladen. Dann kann ich halten. Und dann, in einer Zeit ist es dann gleich weg. Zack, und weg ist es. Und im Survival Mode, /Game Mode 0. Und da kann man sehen, ich habe jetzt ein paar Fähigkeiten, habe ich schon. Ein paar sind noch grau unterlegt. Das liegt daran, weil man die Fähigkeiten erlernen muss. Und wie erlernt man diese Fähigkeiten? Die erlernt man, indem man muss halt eine neue Welt generieren, das ist Pflicht bei diesem Mod. Außer man cheatet sich jetzt die Teile, weil diese Formeln gibt es hier, damit unlockt man die. Man muss zu diesen Teilen hier gehen. Da. Und dann macht man. Gehen wir mal in Game Mode. Zack, macht man Rechtsklick, geht das ganze Gebäude weg. Man bekommt diese Rolle hier, Unlock Scroll. Rechtsklick, verschwindet so, und man hat dann hier Fire angelockt. Jo. Und dann kann man das halt casten, und der grüne Balken da über den Skills ist die Mana. Ich kann es jetzt einmal zeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel J machen und dann Rechtsklick, dann sieht man, die Mana ist ganz schnell weg, und das bleibt jetzt so lange, bis die Mana halt weg ist. Und wenn man halt wenig Mana hat, kann man hier zum Beispiel dieses Dust nehmen, Rechtsklick machen, und dann füllt sich immer ein Stück auf. Das bringt halt dieses Dust, das ist, also die Regeneration funktioniert erst dann, wenn man Rechtsklick macht, so. Und dann hat man es, ist auch cool. Das Dust braucht man aber auch fürs Craften und für viele Sachen mehr. Ich muss erstmal hier den eben killen, der nervt nämlich. Na komm, machen wir den da direkt mal mit unseren Skills fertig.
komm, stirb doch. Stirb doch so. Ach komm, das tötet mich gleich noch. So, egal, bevor es mich jetzt tötet, lass ich es mal lieber, weil der Stab ist ja auch nicht wirklich stark. Okay, was ist das hier, was ihr seht? Also, das sind so, so Generatoren, habe ich ja gerade schon gesagt, weil wenn ihr nämlich ein Dust habt, steht ja auch da Generator-Speed. Und es gibt verschiedene Generatoren und die haben dann halt auch unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel der hier ist der langsamste, der hat auch die geringste Range, wo er nach der sucht. Dann hier, die anderen beiden halt größer. Und ihr braucht da den Generator und tut da eine Kiste drauf und tut da halt, ich habe jetzt hier zum Beispiel Epic Magic, das ist das höchste, mit sucht am schnellsten. Und dann füllt das halt hier alles in die Kiste. Da 14 und ja, das geht relativ schnell. So kriegt man halt viel Last. Das ist nämlich sehr wichtig. Ach, komm, ganz ehrlich, geh sterben. So, gut. Dann hier kann man nochmal sehen, das ist das gleiche. Man kann das oben drauf tun oder daneben. Und daneben werden sie einfach nur hingedroppt. Und das geht nicht weg, das bleibt. Aber wenn ihr jetzt nur einen reintut von denen hier, dann geht es langsamer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Stäben. Wie gesagt, das Buch müsst ihr immer behalten. Zack, das tun wir dann einfach mal hier oben hin. Und ich würde sagen, wir machen, ja, die brauche ich ja jetzt nicht zeigen. Jetzt mache ich weiter mit denen hier. Ich erkläre eben was. Hier sieht man nochmal die Power, dann wie viel Mana es braucht. Dann den Cooldown. 3 Sekunden für die Aktiv-Pulldown. Ich habe jetzt noch nicht alle ausprobiert, ich weiß gerade nicht, was Pulldown ist. Und aktiv ist also Rechtsklick, wenn man Rechtsklick macht, mit Linksklick schlägt man einfach. Und passiv ist, was der durchgehend macht, also Damage Resistance, also dass man, ja, Damage resistent ist, so. Okay, sieht man jetzt auch da Damage Resistance, aber nur solange man den in der Hand hält. Gut, wenn wir jetzt mal Rechtsklick machen. Okay, ich weiß es nicht gerade, ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Vielleicht muss man da auch irgendwie... Gut, probieren wir mal was aus. Und zwar brauchen wir vielleicht... Ne, ich weiß gerade nicht, wofür dieses Pulldown ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare. Ne, hier gibt es ja gar nicht mehr. Gab es ja gar nicht. Gut, ja, wie gesagt, tut mir leid, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und dann machen wir mal weiter. Hier ist Shoot Fireball und Feuerresistenz. Da, wie man sehen kann, und Rechtsklick schießt man den hier. Da sieht man, da, wenn ich es benutze, unten beim Item, dieser Balken, als ob es abgenutzt wird, aber es lädt sich wieder auf. Ist auch relativ cool. Gut, dann machen wir weiter mit dem Steam Staff Rush Antennies. Okay. Ach, Push. Vielleicht brauchen wir da einen netten Gehilfen namens Zombie oder Spinne. Gucken wir mal. Ja, genau. Okay, jetzt probieren wir mal den anderen, diesen Earth-Staff aus. Vielleicht funktioniert der da. Nee, leider nicht, aber ja, wie man sehen kann, ist das sehr cool. Gut, dann machen wir weiter mit dem Eisteil. Hier kann man sehen, wenn ich drüber laufe, passiert das hier einfach. Ich wollte eben gucken, ist hier Wasser? Ja, da ist Wasser. Nämlich, ich glaube, ich weiß es nicht, dass wenn man über Wasser geht, dass es zu Eis wird. Ne, okay, das nicht, aber was kann der denn auf Rechtsklick? Auf Rechtsklick kann der Freeze Water. Ach so, ist das okay. Gucken wir mal. Ja, das ist doch auch eine coole Sache. Also, kann man einfach mal eben übers Wasser gehen. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten. Zu den Skills komme ich gleich. Da gibt es nämlich auch einiges zu sagen. Das Video wird ein bisschen länger, aber ist ja hoffentlich nicht so schlimm. Dann den Arcane Staff, Death Roll. Okay. Was heißt das jetzt? Ach, der macht Flächendamage. Wenn ich auf Rechtsklick. Oder macht er das auch so?
Ne, auf Rechtsklick. Ah, wie cool. Okay, die kriegen jetzt da immer so langsam Schaden. Ist auch cool. Okay, dann machen wir weiter mit dem Water Staff. Der Water Staff, der kann, ja, mit dem hat man halt unter Wasser, kann man dann halt atmen. Und hiermit kann man, fill moving water, okay? Dann nehmen wir jetzt mal einen Eimer. Jo, wie man sehen kann, man kann das damit... Nein, ist es das? Ich glaube schon. Ist einfach nur das so groß. Ich glaube, das ist es. Ups, hätte ich mal lieber nicht hier machen sollen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist es. Gucken wir nochmal. Ja, gut. Auch ganz nettes Feature, aber ist nicht so mein Lieblingsfeature. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. So, weiter geht's mit dem Life-Staff. Der Life-Staff hat eine Passiv mit Regeneration, aber Heal Nearby, also die Aktiv, ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Vielleicht kann man damit irgendwelche Tiere heilen oder so, aber ja, keine Ahnung, ich kann es ja nicht so richtig nachschauen, dafür brauche ich ja so einen Mod und den habe ich jetzt nicht drin. Also, falls einer genauer weiß, schreibt es einfach in die Kommentare, ich glaube, das wird mehrere interessieren und ja, gut, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Und zwar mit dem Cold Staff. Der hat, also er kann jetzt hier Cast Slowness und Slowness Immunity. Immunity. Also wir sind immun gegen Slowness. Und wir können andere Sachen slow machen. Da, wie man sehen kann, die ist sehr langsam. Komm noch. Ja, sie ist auf jeden Fall langsamer, wie man merkt. Gut, machen wir das jetzt mal kalt. Okay, mit den Stäben würde ich aber nicht schlagen, weil sie einfach mal überhaupt nicht viel Power haben. So, okay. Als nächstes machen wir weiter mit dem Lightning Staff. So, der Lightning Staff, der hat, ja, wie man sehen kann, das ist ja nicht, ups, tut mir leid. Hier, Lightning Staff, der hat Lightning Strike und Wet Choking. Was Wet Choking. Weiß ich nicht, was das sein soll. Aber hier können wir einmal zeigen. Zack. Rechtsklick. Ich kann natürlich jetzt so oft casten, wie ich will. Da ich im Creative Mode bin. Aber ansonsten hat er ja einen Cooldown von 9 Sekunden. Und dann geht es weiter mit dem Shield Stuff. Das ist wirklich sehr cool. Also viele von den Sachen sind auch auch in den Skills vertreten. So, Shield Stuff ist Back to Shooter, also man macht Rechtsklick. Ach komm, das war das doch, oder nicht? Nee, Projektil, Deflecting und Back to Shooter. Ach genau, genau das war's, das hatte ich ja auch ausprobiert. Ich brauche ein Skelett. Und jetzt ziehe ich mir aber erstmal Rüstung an, weil sonst kacke ich hier noch ab. Diamant. Und dann nehmen wir uns noch mal ein paar schöne Äpfel mit. Ah, nicht einen. Wir wollen 64. So. Okay, jetzt machen wir 0. Ja, komm. Also wie man sehen kann, die machen mir gar keinen Damage. Sind wir sofort wieder weg. Und jetzt können wir mal machen. Ach komm. Vorhin hat es geklappt, dann ist der Pfeil irgendwie abgeprallt oder so. Und irgendwo hingeflogen. Da, warte, da ist schon wieder. Da ist wieder einer gelandet. Da wieder. Ne, warte. Ja, die fliegen auf einmal irgendwo hin. Und die, ja, die treffen sich dadurch auch gegenseitig. Ist auch wirklich sehr cool. Jetzt gehe ich erstmal wieder in einen anderen Game Mode. So. Slash times Set 0. Okay.
Weiß auch nicht, was ich gerade probiere. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Skills. Dafür brauchen wir natürlich unser Buch, wie immer, das ist ja hier. Zack, und würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt noch, ja genau, Dust. Ganz viel Dust. Und ja, ich zeige euch dann jetzt, jetzt ein Skills, die sind auch wirklich sehr cool. So, jetzt, ups, ja, das Buch könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, hier steht recht viel beschrieben, meiste Informationen haben wir auch hierher. So, ja, hier gibt es zum Beispiel auch was über die Spells, also über diese Skills hier. Okay, jetzt bauen wir mal hier ein paar Spinnen und jetzt drücken wir mal Y, 4, 5 Mal, dann sogar 6 Mal, tut mir leid, und dann machen wir einfach mal Rechtsklick. Das ist Wasser, das macht keinen Damage, es pusht einfach nur zurück, das ist ein Support-Skill. Wenn ich weiß, was Supporten heißt, unterstützen, das gibt es auch bei richtig vielen Spielen, zum Beispiel wie bei Dota oder League of Legends. Ja, das ist das eigentlich so. Dann gibt es hier noch U, können wir das auch mal machen. Ich glaube, das war das Healing-Teil. Ich will mich aber jetzt nicht vertun. U, Beams, Override Sprays, Lightning, Cast Strain, Cast Enemy. Okay, war das? Ja, ich schaue mal eben ganz kurz nach und ich bin dann gleich wieder da. Bis gleich. Okay, das hier, das macht einfach, dass man, das ist ein Healing, also das ist einfach ein Healing-Spell und den könnte man zum Beispiel, wenn man irgendwie, wenn man den auf einen Server installiert, den Mod, kann man damit zum Beispiel seine Freunde heilen oder seinen Wolf oder sowas. Okay, dann machen wir weiter mit I. I ist auch wirklich sehr cool, das kann man nur einmal drücken und dann macht man Rechtsklick und dann hat man hier so eine coole Wand vor sich. Ist ein bisschen buggy, weil man kann da durch diese nur durch diese hier durch diese ja, Kanten kann man nur durch. Ist ein bisschen buggy, aber ich hoffe mal, es wird bald gefixt. Ansonsten ist das wirklich sehr cool, kann seine Gegner sehr gut abhalten. Okay, machen wir weiter mit O, das ist der Eiskill. Kann man Rechtsklick machen und dann machen wir halt überall Schnee. Kann ich noch mal zeigen. So genau wie im Wasser kann man so halten. Wirklich sehr cool, macht auch Damage. Okay, dann zeige ich euch jetzt die Blitze hier, die kennt ihr aber, müsst ihr eigentlich auch vom Anfang des Videos kennen, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Und ja, damit kann man halt so halten und dann sitzt er eigentlich instant down. Dann gibt es noch hier auf J, das ist okay, ich bin jetzt irgendwie, warum bugge ich denn hier so eigenartig? Disconnecten. Ja, der Mod ist recht buggy und ja, okay, ich war in der Wand am Stecken. Und ja, jetzt machen wir das mal hier. Das verursacht Damage. Aber irgendwie finde ich, ist der Skin nicht so gut, weil der einfach zu wenig Damage macht. Gut, dann machen wir weiter mit K. Das ist so ein, damit schießt er so ein Gesteinsbrocken. Kann man so halten. Und dann lassen wir los und dann schießen wir den. Aber ich weiß nicht, warum der jetzt kein Damage macht. So, wollte gerade sagen. Okay, und der prallt dann auch so ab und dann kann man damit mehrere Objekte treffen oder mehr Feinde, sagen wir so. So, zack. Gut, und dann ist es noch der letzte Skill, das ist der Feuerskill, der ist auch wirklich sehr cool. Macht viel Damage und euer ganzer Wald brennt ab. Und deswegen habe ich den jetzt auch zum Schluss gemacht, weil das Mod Review ist jetzt auch vorbei. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich auf dem Desktop zur Installation. Bis gleich. So, hier wären wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Ihr braucht diese beiden Dateien, den Mod selbst und die Minecraft Forge. Diese habe ich, zeige ich mit dem Installer, weil ich selber nicht so gut klarkomme damit, wie man es jetzt wie 1.6 installiert. Deswegen zeige ich es mit dem Installer, ist das Einfachste. Gut, ihr geht einfach auf den Link, der wie immer in der Beschreibung ist und scrollt einfach runter, klickt hier auf Download. Den Installer, ja, den habe ich jetzt auch hier nochmal hochgeladen, aber am besten geht ihr hier auf den Link, Forge, klickt drauf, dann kommt ihr hier hin und klickt dann bei Lastes, also das oberste auf Installer und dann downloadet ihr es da, weil dann funktioniert es auf jeden Fall mit der Forge. Gut, ihr klickt einfach Doppelklick auf die Forge, wählt hier aus Install Cleaned und dann, wenn ihr euer Minecraft-Ordner nirgendwo anders umgeschrieben habt und so, man muss ja auch irgendwie bei Minecraft alles umschreiben, also wahrscheinlich müsst ihr hier
dann nichts ändern, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber einfach auf OK drücken. Dann steht hier successfully installed, clean, forge, bla bla. Okay, dann drücken wir auf OK. Dann gehen wir mit Start und R ins Fenster Ausführung und geben dort Prozent, AppData Prozent ein und drücken auf OK. Dann gehen wir hier in den Punkt Minecraft Ordner, Versions. Dann hat sich dieser Ordner hier gebildet. Hier ist dann noch die, die Jar drin. Und eigentlich sollte man den Mod in die in den Mods-Ordner ziehen, also sprich hier Mods-Ordner erstellen, MODS. Ja, MODS so. Da reinziehen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht funktioniert es bei euch. Bei mir hat es nur funktioniert, indem ich die Forge, nein, die Jar, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Indem man die Jar mit WinRAR öffnet, dann hier in den Mod reingeht und beide Ordner aus der ZIP-Datei hier reinzieht. So habe ich es gemacht, so funktioniert es. Ihr könnt ja beide Wege mal probieren. Ja, und dann wäre es das jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt da mal eure Meinung zu dem Video und zu dem Mod in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.